Moin, hallo und herzlich willkommen zu Chronicles of Blood Nightbanes. Hierbei handelt es sich um ein Free-to-Play-Sammelkartenspiel, das direkt im Browser gespielt wird. Mau Mau Online! Ach, der Troll. Nein, tatsächlich nicht Mau Mau Online. Tatsächlich ist es komplett anders als alle Kartenspiele, die ich je gespielt habe. Die Entwickler nutzen verschiedene Techniken, die bei einem echten, physischen Kartenspiel so ohne weiteres gar nicht umsetzbar gewesen wären. Dadurch ist das ganze Spielgeschehen allerdings stärker von Zufall und Glück geprägt, als beispielsweise Magic the Gathering oder auch Blizzards Hearthstone. Doch dazu später noch ein bisschen mehr. Das Herzstück ist natürlich wie bei jedem Kartenspiel das Kartendeck. Es besteht aus exakt 25 Karten, wobei eine davon euer Vampirlord, eure Charakterkarte ist. Hinzu kommen Kreaturen, Artefakte, Waffen, Rüstung, Reittiere und Zauber, die sie in Nightbanes allerdings Vampirkräfte nennen. Vampire wie Twilight! Tatsächlich eher Vampire wie in Blade. Aber auch egal, geschenkt. Ach. Für die Deckzusammenstellung haben die Macher ein ziemlich gutes Deckbuilder-System geschaffen, das verschiedenste Filtermöglichkeiten bietet und so Übersicht in der Sammlung schafft. Jede Karte, mit Ausnahme der einzigartigen Karten, könnt ihr dabei bis zu 4-mal in euer Deck aufnehmen, sofern ihr die Karte mehrfach besitzt. Und damit kommen wir auch schon zu einem Schwachpunkt des Spiels. Eine Karte, die ihr in einem Deck benutzt, könnt ihr nicht auch noch in ein zweites oder drittes Deck einbauen. Allerdings könnt ihr sie natürlich aus einem Deck wieder entfernen und sie dann in einem neuen Deck wieder einsetzen. Hinzu kommt, dass ihr ein Deck nur dann speichern könnt, wenn es genau 25 Karten enthält. Das kann das Auswechseln von Karten erschweren, wenn ihr beispielsweise rund 50 Karten besitzt, aber zwei Decks erstellt habt. Wer nicht aufpasst, ist sowieso selber schuld. Grundsätzlich schon, aber das Wechselsystem ist trotzdem gewöhnungsbedürftig. Außerdem sollten die Macher dringend einige Karten überarbeiten. Manche sind einfach grundsätzlich besser als andere. Warum sollte man das plötzliche Tod-Scharfschützengewehr nutzen oder überhaupt haben wollen, wenn es die Intervention-Variante gibt? Außerdem kann man seine Karten nicht mit denen von anderen Spielern tauschen. Es gibt kein Tauschsystem in diesem Spiel. Als Spielmodi bietet Nightbanes das Spielen gegen den Computer und gegen echte Spieler. Im Spiel gegen den Computer kämpft ihr gegen festgelegte Decks und könnt Erfahrung, Spielkarten für euer Deck sowie Blutperlen und Rubine erhalten. Wenn ihr gegen Spieler gewinnt, bekommt ihr Blutabzeichen. Das sind 3 der 4 Währungen im Spiel, die ihr im Shop ausgeben könnt. Doch auch dazu später noch ein bisschen mehr. Willst du nicht mal was vom Spiel erzählen? Doch, doch. Das Spiel ist für ein Kartenspiel sehr schnell. Die Runden sind schnell vorbei. Ihr bekommt 3 Karten und wenn ihr eine ausspielt, wird im Anschluss in der nächsten Runde eine neue Karte gezogen. Ihr müsst in jeder Runde etwas tun, was meistens bedeutet, dass ihr eine Karte ausspielt. Alternativ habt ihr allerdings auch eine Fähigkeit in eurem Vampirlord, die ihr einmal pro Spiel nutzen könnt, wenn ihr nicht irgendwelche Fähigkeiten habt, mit der ihr eure Vampirfähigkeiten wieder zurücksetzen könnt, beziehungsweise wenn ihr nicht Vampirfähigkeiten habt, die von alleine aktiviert werden. Jede Kreatur hat einen Angriffswert links oben und einen Verteidigungswert rechts oben eingeblendet. Die Farbe hinter dem Angriffswert zeigt die Schadensart an. Grau beispielsweise für physischen Nahkampfschaden, orange für Feuer und grün für Trollpopel und grün für Gift, richtig. Hey. Kreaturen greifen für gewöhnlich die Karte an, die ihnen genau gegenüber liegt. Schaden, den eine Kreatur erhält, ist permanent. Er wird nicht automatisch geheilt oder zurückgesetzt, es sei denn, ihr habt die Fähigkeit dazu. Fähigkeiten sind dabei eine weitere Besonderheit, denn sie werden zufällig auf ein vorhandenes Ziel gewirkt. Ihr könnt weder bestimmen, welche eure Kreaturen von eurem Heilzauber beispielsweise geheilt wird, noch welche gegnerische Kreatur ihr euren Feuerball reindrückt. Waffen und Rüstungsteile können nicht von allen Kreaturen getragen werden. Wenn eine bewaffnete Kreatur stirbt, ist die Rüstung allerdings nicht direkt verloren. Sie wandert auf eine Art Ablagestapel und andere Kreaturen, die dann in der Lage sind, diese Waffe oder die Rüstung zu nutzen, können sie aufheben und sie dann auch anziehen, sofern sie einsatzbereit sind. Ganz treu gibt es einen Ehrenkodex. Wir benutzen niemals die Waffen von einem anderen. Ehrlich? Natürlich nicht. Ich würde jedem seine Waffe klauen, wenn sie besser ist als meine. Und wenn der bisherige Besitzer schon tot ist, umso besser. Ich will niemanden schaden, nur um seine Sachen ranzukommen. Oh, ja, das finde ich fast schon nobel von dir. Ach, dummer Mensch, du bist wahnsinnig leichtgläubig. Na gut, wie auch immer. Ressourcen gibt es in Nightbanes nicht, zumindest nicht im klassischen Sinn. Stattdessen haben alle Kreaturen eine Blutlustanzeige unter ihrem Namensschild. Sie greifen erst dann an, wenn die Anzeige einmal voll geladen ist. Standardmäßig erzeugt jede Kreatur 1 Bluttropfen pro Runde.
Ist der Balken einmal gefüllt, bleibt er gefüllt. Außer es gibt irgendwelche Fähigkeiten, die ihn wieder leeren. Aber sowas habe ich bislang noch nicht erlebt. Es gibt allerdings Fähigkeiten bzw. Zauber, die das Füllen des Balkens verzögern können. Kreaturen können nur mit vollen Blutlustbalken angreifen und aktive Fähigkeiten nutzen. Das Nutzen von passiven Fähigkeiten, wie beispielsweise der Flugfähigkeit, funktioniert allerdings auch dann, wenn der Blutlustbalken noch nicht komplett gefüllt ist. Als letztes will ich noch auf die Fähigkeiten der Kreaturen eingehen. Wenn hier steht, dass eine Kreatur etwas machen kann, besteht grundsätzlich immer die Möglichkeit, dass sie es nicht tut. Das Kelpie beispielsweise mit der Hartnäckigkeitsfähigkeit kann von den Toten zurückkehren, wenn es stirbt. Das muss aber nicht zwangsläufig passieren. Im Grunde kann man sich die Kannenfähigkeiten so vorstellen, dass jedes Mal eine Münze geworfen wird und man hat dann entweder Glück oder eben nicht. Das in Verbindung mit den Zaubern, deren Ziel man nicht festlegen kann, sind weitere Unwägbarkeiten, weitere Glücksfaktoren, die das Spiel stark beeinflussen. Zusätzlich zu der natürlich ebenfalls zufälligen Reihenfolge, in der ihr eure Karten zieht. Aber wir sind inzwischen beim Shop angelangt. Das Kelpie sowie auch die höllische Bezwingerkarte als der natürliche Feind des Kelpie, wenn man so möchte, sind dort zu finden. Für einige Items braucht ihr ein bestimmtes Level, für andere eine bestimmte Rufstufe bei einer der verfügbaren Fraktionen, die ihr im Questbereich im Kampf gegen den Computergegner verbessern könnt. Außerdem könnt ihr euch Kartenbooster holen, entweder für echtes Geld, indem ihr euch Blutdiamanten kauft, oder aber auch für Blutrubine, die ihr unter anderem bei einigen Quests erhaltet. Einige Angebote bekommt ihr allerdings tatsächlich ausschließlich, wenn ihr echtes Geld investiert. Pay to win! Schwierig das zu definieren. Ihr habt zwar definitiv einen Vorteil, wenn ihr echtes Geld einsetzt, weil einfach euer Pool an Karten insgesamt größer ist. Ihr habt einfach mehr Karten, unter denen ihr wählen könnt, wie bei jedem anderen Sammelkartenspiel auch, das auf diese Booster Packs setzt. Aber ein recht solides Deck lässt sich auch dann erspielen, wenn man in Anführungsstrichen nur Zeit in das Spiel investiert. Hierfür habe ich einen Let's Player in der Videobeschreibung verlinkt, der recht erfolgreich PvP spielt, aber nach eigenen Angaben kein Geld einsetzt. Der aber nicht rappen. Na gut, das ist natürlich Geschmackssache, ne? Na, dass du vom Rap nichts verstehst, hast du ja auch schon bewiesen. Ja, mach dich ruhig beliebt. Wie auch immer. Ihr bekommt mit Nightbanes ein interessantes Kartenspielsystem und könnt es euch sogar kostenlos anschauen. Die Community macht darüber hinaus einen sehr netten Eindruck, scheint sehr hilfsbereit zu sein und ist darüber hinaus auch noch deutschsprachig, genauso wie das Entwicklerteam von Nightbanes auch aus Deutschland kommt. Ich würde sagen, ihr schaut es euch einfach mal an, wählt zu Beginn das Death from Below oder das Empty Graves Deck und freut euch dann über den Basilisken oder den Nekromanten und verschafft euch dann einen eigenen Eindruck. So Troll, Schlusswort. Giftgrüne Trollpuppel. Oh, ohne Worte. Na gut, danke fürs Zuschauen, macht's gut und tschüss. Hey, ich wollte was sagen. Trolltest.de